Wir sind angekommen in Edenkoben, gestartet in Mannheim, über Neustadt an der Weinstraße, angekommen in Edenkoben. Jetzt geht's weiter mit dem Bus nach Villa Ludwigshöhe, heißt es, und da startet unsere Tour. Pretty excited! Kinder, Finger weg vom Alkohol. Das, was der Malte hier macht auf einer Wanderung, das ist absolute Ausnahme, ja? Also, das gehört sich nicht. Das macht hier keiner, das macht nur der Malte. Der Malte ist bei den anonymen Alkoholikern, für den ist das normal. Kinder, Finger weg. Mit Malte ist Wandern nicht so gemütlich. Da muss man eher den Berg hochjoggen und Aussichtstürme muss man beklettern. Also mit Malte hat man einfach keine Zeit, weil der ist einfach viel beschäftigt. Und da muss man sich beeilen. Malte, kommst? Jawohl. Der Malte. You were right. I know I can't get enough of you. Leave it all a bloom. You were right. Hier so Unterschied. Findest du gut? Ja. Ja. Das ist für mich Pfälzerwald. I know I can't get enough.
Wir haben eine kurze Pause im Unterholz gemacht, haben uns niedergelassen, allerdings war das nicht der Hauptweg. Also keine Sorge, so sieht nicht der offizielle Weg aus. Geh, hey Malte, sag was. Ja. So sieht's aus. You were right. Vom Ludwigturm nur noch bergab gelaufen sind, hat mir Malte eine kleine Technik gezeigt und die nennt sich Gehmeditation. Und es ist so, dass man sich in der Natur sehr langsam und sehr bewusst vorwärts bewegt. Und mit sehr langsam meine ich sehr langsam. Und einfach mal wahrnimmt, ohne zu denken. Also man versucht jeden Gedanken, der einem in den Sinn kommt, versucht man wieder wegzuschieben und sich einfach nur auf den Moment zu konzentrieren. Und es ist so schön, dass ich das jetzt einfach mal zeigen wollte. Und anschließend werden wir in die Riedburg einkehren und etwas trinken. Der Vorteil von Wanderungen für mich ist, dass man irgendwie Sport macht, dass man in Bewegung ist und dass man in der Natur sein kann. Aber manchmal wird man einfach dazu verleitet, so durch die Wälder dann zu ziehen, über private Dinge nachzudenken. Und auf einmal ist der Tag um, man hat die Wanderung hinter sich, aber letztendlich fühlt man sich vielleicht müde, aber nicht wirklich entspannt. Und diese Gehmeditation führt dazu, dass man halt wirklich auch mal tatsächlich total abschalten kann. Man ist mitten in der Natur, es sind keine Menschen da, es ist absolut ruhig. Und man lässt sich wirklich auf sich selbst ein. Also erstaunlich wertvoll. So, und jetzt geht's zur Riedburg. So, wir haben lecker getrunken und gespeist in der oder auf der Riedburg, wie man gesehen hat. Und jetzt sind wir zurück in Edenkoben. Dort nehmen wir jetzt den Zug und fahren schön zurück nach Mannheim und nach Karlsruhe. Wie man sehen kann, bin ich ziemlich müde und deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Jedem von euch, jedem einzelnen von euch. Der Malte hier wünscht euch das genauso. Und ich sage, bis zum nächsten Motivationstag.